Einen wunderschönen guten Morgen und schon wieder mal ein Naturphänomen, was wir hier am Roten Meer zweimal im Jahr erleben. Wenn die Störche als Zugvogel erstmal von dem kalten Europawetter Richtung warmen Afrika-Wetter durchziehen und dann landen sie in manchen Stationen, wie hier zum Beispiel am Roten Meer, auf den grünen Flächen, dass halt mehr oder weniger eine Pause gemacht wird. Da sind halt hunderte von diesen Störchen, die hier gerade vor einem Hotel namens 1001 Nacht, Alf Laila Laila, und sind die hier dann halt gelandet und geblieben und machen sich eine Pause. Hier ist dann die große Menge von denen und da könnte man ein bisschen näher an denen kommen. Ich möchte nicht halt die stören, wo sie dann sich eher Pause machen. Aber wichtig ist, dass man wirklich so ein Phänomen sieht. Ne? Das, was wirklich nicht immer zu erleben ist. Ne? Da sind halt ein paar Kamele, die schwarze Raben. Ne? Ich gehe ganz nah wie möglich an den Vogeln, ja, diesen Störche. Also interessanter als die auf dem Boden zu sehen, ist die beim Fliegen anzugucken. Ich werde mal gucken, bis wie weit werde ich dann an den Rand kommen können. Ne? Die sind jetzt ein bisschen unruhig geworden. Und so würde ich dann sagen, ich bleibe dann hier mehr oder weniger stehen. Na, jetzt spüren sie dann die Unruhigkeit. Ich bleibe hier dann stehen. Ja? Hier.